Back. Hallo ihr Lieben, es ist Stamping Fairies Zeit und wir basteln heute wieder zusammen eine Karte. Ich habe eine Sache schon vorbereitet, also zwei, das ist einmal die Koloration und ich habe einmal mit diesem, ach, das ist ein ganz billiger Prägefolder, Folder, keine Ahnung. Nutze ich auch für Slimlines, funktioniert total toll, deswegen knacke ich die in der Mitte immer durch. Genau, den haben wir benutzt. Und den Rest machen wir zusammen. Benutzen tue ich heute diese hier und diese hier. Also ich bin mir sicher, dass ich den noch nehme. Wir gucken mal. Bei mir entwickelt sich ja das dann alles so im Laufe des Bastelns. Ich habe mir aus dem Lawnfarbenpapier erstmal ein Stückchen hier abgeschnitten. Und das kleben wir uns erstmal hier drauf. Also Leute, ich muss mal kurz mit euch reden. Habt ihr mal in der letzten Zeit bei Stamping Fairies in den Shop geguckt? Wenn nicht, dann tut das bitte. Ich habe jetzt auch etwas bestellt. Wir haben Stempel mit Stanzen im Shop für unschlagbare 50%. Leute, 50%. Teilweise Sets, die über 40 Euro kamen, 44 Euro für logisch dann 22 Euro. Das kriegt ihr nirgends mehr. Ich habe auch, also ich packe euch den Link in die Infobox und vielleicht blende ich euch auch hier was ein. Mal schauen. Also es ist wirklich krass. Ne? So günstig. Ich habe gestern auch gleich ein paar Mädels Bescheid gesagt, die auch gleich bestellt haben. Drei Sachen sind dann schon ausverkauft, aber wir haben noch so schnuckelige Sets. Guckt doch bitte, bitte mal in den Shop. Ihr könnt nur sparen. Ich meine, ich habe davon nichts, ne? Aber ihr habt davon was. So, ich besprenkle mir hier das ein bisschen mit Gold, weil ich das schön finde. Okay, da ist jetzt blau rausgekommen. Das möchte ich nicht. Ja, es ist, wenn man die Pinsel nicht sauber macht, ne? Und dann zeige ich euch mal, was ich mir heute ausgesucht habe. So, dann zeige ich euch gleich mal die Sets. Einen Moment. Ich arbeite heute mit Just My Type and Love Palms. Das findet ihr im Shop von der lieben Alex. Und dann habe ich mir, das gibt es nicht, aber das ist, das müsst ihr nicht nehmen. Ich habe mir nur die Schere und das Band hier gemopst. Aber das findet ihr und da habe ich mir die Maus hier gemopst. Ach so, und das heißt Fly High. Genau.
Ne? Und das bringen wir jetzt quasi zusammen an. Ihr könnt mir, ach so, ich habe euch nicht vergessen mit den Distress-Hintergründen. Ne? Das mache ich noch. Ich wollte euch ja auch zeigen, wie die Polarlichter da funktionieren. Also der Hintergrund. Ich habe euch nicht vergessen. Ihr könnt mir aber gerne mal sagen, was ihr noch sehen wollt. Also für Anregungen, für Videos, immer her damit. Die Streifen liebe ich ja hier über alles, ne? Kennt ihr bestimmt auch. Ich sag's euch, ich habe mir jetzt so Nagelzeug bestellt für Press on Nails. Das hat mir die Betty geraten. Oder hatte ich mir schon länger bestellt. Und ich muss das nur mal machen. Meine Nägel sind so dünn und platzen daher ab. Also die werden richtig rissig und das sieht dann nochmal aus wie abgefressen. Aber ich fresse keine Nägel. Es tut weh, es hat sich schon wieder hier so eine Ecke entzündet und ich bin froh, wenn da wieder Nägel drauf ist. Ich weiß, das ist nicht gut, aber ach, das ist so furchtbar. Sieht halt eben erstens nicht schön aus und naja. Aber darum geht es mir in erster Linie nicht. Ne? Es tut einfach weh, wenn die Nägel einreißen. Ganz komisch. Also trotz meinem guten D3-Spiegel und alles ist das irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, also Magnesium und alles härtet das ja. Ist ja gut. Aber irgendwie will das gerade nicht. Ich weiß nicht, ob das durch die Hormone ist. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ach, Kacke. Naja, gut. Dann fällt die Lampe hier bald runter. Oder aber, wartet mal. Wir machen es so. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, die hätte ich weiter nach da rücken sollen. Egal. Ist nicht schlimm. Bald fängt die Schule wieder an. Was habt ihr Schönes gemacht? Erzählt mal. Also so richtig Badewetter war ja nicht. Soll jetzt wohl. Also gut, wenn das Video online ist, sind wir wohl in der 30 Grad Marke. Na, ich weiß es nicht. Ich vertraue dem ja sowieso nicht ganz. Ah, von daher. Mal gucken, wie das Wetter wird. Durch mein Rheuma mag ich die Hitze ja sowieso nicht. Also, ich meide es, wo ich kann.
Also ihr Lieben, schaut da unbedingt mal rein bei Stamping Fairies. Wie gesagt, ich habe nichts davon, ne? Aber ihr habt was davon und zwar eine Menge, wenn ihr mal bedenkt, was ihr spart. Wenn ihr da zwei Sets kauft, könnt ihr schon über 40 € gespart haben. Leute, über 40 €. Das ist eine Menge Geld, wenn man bedenkt, wir haben alle nichts zu verschenken. So, den Rahmen nehme ich heute nicht, denn ja, das sieht einfach für mich nicht so schön aus. Und ich finde einen Spruch. Ja, der gestaltet sich heute auch sehr schwierig. Ich könnte die Schere eventuell noch ein bisschen wegnehmen, aber. Also ich finde, es muss nicht immer ein Spruch drauf. Ich gehe noch mal ganz kurz mein Büchlein hier durch. Dann würden ja hier eh nur die Schwarzen oder die Weißen in Frage kommen, aber ich denke eher die Schwarzen. Nö, ich denke, ich lasse das so. Ich nehme hier nur meinen Stickles. Das ist der Twinkle. Und ja. Da bekommt hier ein bisschen was Glitzer, also ein paar Teile bekommen hier Glitzer ab, aber mehr mache ich da auch nicht mehr, Leute. Ja. Die Karte ist für meinen Mann, der wurde operiert. Ich fand das ganz süß. Also ihr könnt mit dem Set, oh, meine Nägel sehen so schrecklich aus. Es ist schmerzhaft und ach, ich finde das furchtbar. Also ich bin echt froh, wenn das wieder gemacht ist und man fühlt sich einfach wohler. Aber der Schmerzfaktor ist für mich ganz schlimm. Also ja, naja, egal. Genau. Das ist mein Kärtchen für Stamping Fairies. Ich finde sie total süß. Das Set ist, ach, ich habe das schon so lange. Ich zeige euch das noch mal ganz kurz. Also ihr habt hier die kleine Maus. Ihr könnt auch hier so eine Poolkarte machen, ne? Zum Rausziehen. Und das ist quasi das Add-on zu dem. Ich rate euch auch da, euch die Stanzen zu besorgen. Das funktioniert einfach besser. Und hier könnt ihr dann oder so eine Reveal-Reel-Karte machen, ne? Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Also total süß, ne? Happy Mother's Day, Happy Father's Day, feel better soon, you did it, woohoo. Also ihr könnt da so viele Glückwunschkarten machen, Mami-Karten, Papa-Karten, gute Besserungskarten oder einfach nur, wenn ihr etwas mitteilen wollt, ne? Dann genießt deinen Tag oder eine Dankeskarte. Also das ist ein sehr, sehr vielseitiges Set, finde ich. Und das kann man dann halt eben hier mitteilen. Mit, ja, also ich finde, das ist ein Must-Have. Finde ich, wenn man Laune von Fan ist. So, ihr Lieben. Mensch, das ist ja heute ein flottes Video, ne? Ach so, verwendet habe ich noch den Block hier. Das ist Into the Woods. Und dieses Papier, ne, hier unten. Aber ansonsten, ihr Schnuckis, bin ich heute ehrlich gesagt schon durch. Ne? Es war heute echt eine fixe Karte. Mehr habe ich euch nicht zu zeigen. Nö. Das nächste Mal gestalten wir wieder etwas anderes zusammen. Das wird keine Karte, sondern etwas anderes. Da habe ich schon eine coole Idee. Also ich habe hier schon was liegen.
Aber lasst euch überraschen. Schaut im Blog vorbei, wenn ihr wollt. Schaut auf Facebook vorbei. Da gibt es eine ganz tolle Gruppe, Stamping Farriers. Schaut, wie gesagt, bitte im Shop vorbei. Also Leute, ich würde mich ärgern. Also wenn ich das verpassen würde, die 50% auf solche Sets mit Stanzen. Wisst ihr, wie teuer die Stanzen sind? Die kosten teilweise über 30, 35, 40 € vom MFT. Ja, also da setzt du dich auf den Arsch. Da bist du manchmal mit einem Stempelset bei über 60 € mit dabei. Also Leute, ich kann euch nur sagen, guckt da bitte rein. Ja, sonst man ärgert sich wirklich schwarz. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Ach nee, halt, bevor ich mich verabschiede. Wir laufen auf 500 Abonnenten. Und natürlich gibt es wieder ein Gewinnspiel von mir. Ich glaube, es sind nur noch 17 oder 18. Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Das hat zwar ja nichts mit Stamping Ferris zu tun, aber das hat was mit meinem YouTube-Kanal zu tun. Und ich wollte mich nochmal bedanken bei euch für die lieben, lieben, lieben Kommentare. Also ich bin so dankbar, wirklich. Ich habe so eine tolle Community. Und genau, aber ich will euch jetzt nicht so voll sabbeln. Habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.